Scheiße geholt. Alle auf den Boden, Hände hoch. Herr Konrad, ziehen Sie keine Hintereingang. Sie sind vorläufig festgenommen, alle. Hey, hier geblieben. Mann, das ist doch nur eine Spaßrunde. Was ist denn mit ihm? Ich leiste keinen Widerstand. Und zur Information, ich trage eine Waffe, für die ich eine Erlaubnis habe. So, wollen wir mal. Hallo? Ist da jemand? Polizei! Identifizieren Sie sich! Stopp! Stehen bleiben! Shit. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Herr Soltau, Sie haben dieses Turnier veranstaltet. Veranstaltet? Ich habe denen nur den Raum überlassen. Oh. Bevor wir weitersprechen, wir haben Ihre inoffizielle Buchführung gefunden. Hier. Über 30 Turniere alleine im letzten halben Jahr. Sie nehmen pro Spieler ein Startgeld von 1.000 Euro. Und von jedem Gewinner nehmen Sie 10% der Gewinnsumme. Das ist nicht meine. Ach so. Na gut. Ein Schriftvergleich wird das beweisen. Herr Soltau, auf das Veranstalten illegaler Glücksspiele stehen bis an die 2 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft wird aufgrund ihrer Wiederholungstäterschaft vor Gericht das volle Strafmaß einfordern. Das alles nur zu Ihrer Information. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bitte, gibt es da nichts, etwas, das ich tun kann? Durchaus. Sie können uns sämtliche Namen und Kontakte nennen, die Sie kennen. Und du konntest gar nichts erkennen? Nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war? Nee, das war stockdunkel. Ich hab doch nur die Schritte gehört, wo der weggelaufen ist. Der muss sich verletzt haben. Es klang, als wenn er humpelt. Ja, und als ich dann hinterher wollte... Aber die Schritte... Waren es jetzt eher Turnschuhe? Oder Ledersohlen? Oder... Jetzt, wo du es sagst, ich würde sagen, so hochhackig. Also eine Frau. Oh Gott, das ist ja noch peinlich. Bitte sag keinem was, ja? Ich brauche jetzt erstmal ganz dringend was für meine innere Balance. Na? Hallo. Sehr, sehr gute Arbeit, meine Herren. Die 4 Big Player von letzter Nacht, die haben mit ihren Geschäften geschätzt 1 Million Steuern hinterzogen. Mhm. Den Organisator Herrn Soltau nicht zu vergessen. Bei ihm wurden Unterlagen zu diversen anderen illegalen Pokerturnieren gefunden. Danke. Ein Fund von enormer Bedeutung. Dagegen verblasst so manche Schweizer Steuer-CD, wenn Sie mir den Vergleich erlauben wollen. Hat dieser Soltau noch andere Zockernamen ausgespuckt? Ja, wir haben eine ganze Menge, was wir dem Finanzamt melden können. Bei 2 wusste er allerdings nur noch die Codenamen. High Roller und Pokerface. Die waren für gestern eigentlich auch noch angemeldet. Vielleicht war dieser Mike Malik ja der Bodyguard von einem der beiden. Danke. Da sollte eigentlich noch eine Newcomerin kommen, namens Snowgirl. Wie dem auch sei, das ist ein Riesenschlag gegen das illegale Glücksspiel. Freue ich mich ja riesig, dass Sie beide so happy sind. Aber Sie mussten auch nicht die ganze Zeit mit diesen Typen zubringen. Ey, mal ganz ehrlich, zur Speerspitze der Evolution gehören die wirklich nicht, wenn die ganze Zeit da stoisch vor sich hin all in und fold sagen. Danke. Herr Held, du meckern Sie mal nicht rum. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass Sie auch ein bisschen Spaß hatten an diesem quasi legal-illegalen Glücksspiel. Ja, gut. Aber nach 3 Monaten undercover am Pokertisch sitzen, freue ich mich eben auch mal wieder auf so richtige Polizeiarbeit. Herr Held, jährlich mehrere 10 Millionen hinterzogene Steuern durch illegales Glücksspiel allein in Nordrhein-Westfalen sind durchaus richtige Polizeiarbeit. Wissen Sie was, Herr Grün? Wenn Ihnen das so sehr am Herzen liegt, ja, dann schicken Sie mich doch das nächste Mal einfach in ein paar Konzernzentralen. Da verschwinden jährlich mehrere 100 Millionen Euro in irgendwelchen Steueroasen. Es muss doch irgendjemanden geben, der sich darum kümmert. Wie wär's mit mir? Nikolas Held. Marlene Krüger. Was ist denn los? Mein Mann, er ist verschwunden. Kommen Sie mal mit. Also,
Jens arbeitet auf einer Bohrinsel in der Nordsee. Und ja, vor 2 Tagen, da hat sein Urlaub begonnen. Und dann hat er mich vom Flughafen aus noch angerufen und gesagt, dass er 2 Stunden zu Hause ist. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Er hat vor 4 Tagen das letzte Mal angerufen vom Flughafen in Rio. Was macht Ihr Mann denn beruflich? Er ist Pilot. Haben Sie die Fluggesellschaft schon angerufen? Ja, aber da kennt ihn angeblich keiner. Das ist merkwürdig, oder? Das ist in der Tat seltsam. Haben Sie schon mal auf der Bohrinsel angerufen? Vielleicht wissen deine Kollegen ja, wo er steckt. Nein, keine Ahnung. Ich habe da keine Nummer. Aber ich habe jetzt uns immer auf seinem Handy erreicht. Wie verhält es sich denn mit seinem Freundeskreis? Da habe ich schon rumgefragt. Jens hat eigentlich keinen eigenen. Er ist mehr so ein Einzelgänger. Familie? Nein, seine Eltern sind früh verstorben. Ohne ihn zu nahe treten zu wollen, gab es vielleicht Probleme bei Ihnen zu Hause? Im Gegenteil. Wir haben erst vor kurzem geheiratet. Bitte finden Sie ihn. Wir lassen jetzt erstmal sein Handy orten. Dann wissen wir, wo er steckt. Grüne hier. Herr Kottheitz, wir brauchen einen richterlichen Beschluss zur Ortung eines Mobiltelefons. Der Name ist Krüger. Vorname? Jens. Herr Jens Krüger. Wir bewegen uns auf das Signal zu. Warten Sie. Das Signal ist zu nah. Ich rufe mal besser an. Hallo? Detlef Grün, Kriminalpolizei Bochum. Mit wem spreche ich denn bitte? Einmal dürfen Sie raten. Halt! Gehen Sie sofort aus der Leitung. Ich befinde mich inmitten einer Vermisstenermittlung. Da sind Sie nicht allein. Aber schicken Mantel haben Sie da an. Neu? Bitte. Oh. Ist das etwa Jens Krügers Mobiltelefon? Mhm. Ein Dualteil. 2 Nummern. 2 Klingeltöne. Und wenn ich Ihre Begleitung da richtig interpretiere, 2 Frauen. Mit wem sprechen Sie denn da? Wer ist das da drüben? Kennen diese Person Jens? Oh. Wir haben Ihre Heiratsurkunde gefunden. Ausgestellt wurde sie vor 7 Jahren. Ja, natürlich. Das sage ich doch die ganze Zeit. Auf Ihren Namen haben wir keine Heiratsurkunde. Frau Schlesig. Aber wir haben geheiratet. Vor 9 Monaten in Las Vegas. Ich habe Dokumente. Das ist in keinem deutschen Standesamt eingetragen. Das wollte Jens längst regeln. Er hat's mir versprochen. Ich verstehe auch nicht, was diese Person damit bezweckt. Aber vermutlich ist das alles ja nur ein großes Missverständnis. Bitte, das ist mein Mann. Eindeutig ein Fall von Bigamie. Und die ist ja laut § 172 des StGB strafbar. Vor allem ist es total anstrengend. Der Typ, der hat sich 2 komplett getrennte Welten aufgebaut, inklusive ins Detail ausgeklügelten Kalender. Unbedingt mit Arbeit verbunden, ein solcher Lebenswandel käme für Sie daher eher nicht in Frage, richtig? Da haben Sie absolut recht. Ich kriege ja nicht mal eine Beziehung hin. Bleiben wir doch einfach mal beim Vermissten. Welche Biografie ist denn jetzt die richtige? Der Pilot oder der Bohrinselingenieur? Weder noch. Alles erstunken und erlogen. Clever übrigens. Beides Berufe, bei denen er lange Zeit weg ist. So hat er mehr Freiraum für die jeweils andere Frau. Und womit hat er jetzt sein Geld verdient? Das wissen wir bislang noch nicht. Einer geregelten Beschäftigung jedenfalls ist er nicht nachgegangen, wie eine Anfrage beim Finanzamt ergab. Oh, Sie entschuldigen mich bitte. Barbara. Meine Kazumi. Die war nicht da. Ich habe extra bestellt. Haben wir denn außer dem Handy noch irgendetwas, was beim Verschwinden auf einen kriminellen Hintergrund deutet? Außer, dass der Arsch 2 Herzen gebrochen hat, ne? Ich dachte, der Kerl imponiert ihn. Typen, die Frauen bescheißen, imponieren wir nie.
Wir fanden Reifenspuren neben dem Gebüsch, zudem umgeknickte Äste. Hier wurde etwas Schweres über den Boden gezogen. Ein Körper? Wir haben Erde aus der Schleifspur entnommen. Es war Blut darin. Laut Analyse eindeutig von Jens Krüger. Offenbar wurde er niedergeschlagen und dann in ein Auto verfrachtet. Dabei hat er sein Handy verloren. Tatverdächtig wollen mir doch am ehesten seine beiden Ehefrauen erscheinen. Eventuell hat ja die eine rausgekriegt, dass er sie mit der anderen betrügt. Ein Mann, zwei Frauen, das Übliche. Eine Frau, zwei Männer, das fände ich mal spannend. Untersuchen Sie doch bitte die Autos der beiden. Wäre doch möglich, dass ein Reifenprofil mit diesem hier übereinstimmt. Also soll eine der beiden ihn umgenietet haben, anschließend zu ihrem Auto gezerrt haben, alleine? Dem Foto nach zu urteilen, wiegt er über 80 Kilo. Und wenn die zwei sich zu diesem Zwecke zusammentaten? So schwer ist er nicht. Nur gut durchtrainiert. Muss er ja wohl auch. Ja, die Bedürfnisse von zwei Damen zu bewältigen, erfordert eine gewisse Konstitution. So gesehen. Sie tragen ja heute gar nicht Ihr Markenzeichen. Einmal bitte die Staatsanwaltschaft. Hallo. Zack. Ja, kennst du die noch von früher? Das sind die mit den Riesenblasen. Die gibt's wieder. Geil, was? Was machst du da? Jens Krügers Telefonverbindungen. Er hat letzte Woche ganz oft mit dieser Handynummer telefoniert. Und wer ist das? Das weiß ich doch nicht. Ich will erst Herrn Grün informieren, damit wir festlegen, mit welcher Taktik wir vorgehen. Erst Recherche und dann Frontalangriff oder umgekehrt. Was machst du denn da? Hallöchen, Kramer mein Name. Ich bin der Leiter der Einkaufspassage Ruhrpark. Einer meiner Mitarbeiter hat Sie wärmstens empfohlen. Nur leider finde ich hier gerade nicht den Betreff. Ah, natürlich. Alarmanlagen und Sicherheitstechnik. Genau, wir brauchen neue Überwachungskameras. Ja, ich schicke Ihnen zwei Einkäufer vorbei. Wiederhören, Herr Stoller. Herr Stoller erwartet euch. Hallo, Frau Krüger. Ach, Herr Held. Mann, da haben Sie aber geshoppt, oder? Darf ich? Danke. Danke Ihnen. Gibt es was Neues von Jens? So einiges, aber gefunden haben wir ihn leider noch nicht. Schicke Hütte. Gehört Ihnen, oder? Ja, ja, die habe ich geerbt. Glückwunsch. Warum fragen Sie? Mich interessiert, womit Ihr Mann sein Geld verdient hat. Sie werden ihn bestimmt nicht finanziell unterstützt haben, oder? Nein, natürlich nicht. Jens hatte immer sein eigenes Geld. Und in der letzten Zeit ziemlich viel, wie mir vorkommt. Ah ja? Wie kommen Sie darauf? Oh, hat sich ein neues Auto gegönnt, neue Anzüge. Er war kein Pilot, oder? Er hatte nicht mal einen Pilotenschein. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt, wo ich weiß, wo seine Auslandsflüge hingingen. Sie sind eine kluge Frau. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Frau Krüger, Ihr Mann hat einen Heidenaufwand betrieben, um Sie zu täuschen. Die letzte Person, der Sie jetzt Vorwürfe machen dürfen, sind Sie selbst. Und was ist mit der anderen? Dieser Kellnerin? Die hat er genauso getäuscht wie Sie. Oh. Was ist das denn? Stimmt was nicht? Ja, die Alarmanlage, die hatte ich eigentlich angemacht. Jens muss da sein. Jens, bist du da? Oh mein Gott. Ich warte Sie. Ist er weg? Sieht so aus. Aber ich check nochmal das Haus.
Ich sehe schon. Sie würden sich bestens mit Jens verstehen. Sorry, aber ich kann einfach nicht widerstehen. Das ist ein richtiger Profi-Pokertisch. Ja, hier hat er in der letzten Zeit seine Nächte verbracht. Also, wenn er mal da war. Mhm. War ganz besessen von diesem Kartenspiel. Stundenlang am Computer davor gesessen. Er hat online gespielt? Auch in Casinos? Keine Ahnung. Wissen Sie was? Sie müssen ihn gar nicht mehr finden. Doch. Das muss ich. Das ist mein Job. Die Kollegen von der Spurensicherung werden gleich da sein. Und den da muss ich mitnehmen. So, die muss weiter nach links. Und pass auf den toten Winkel auf. Herr Staller? Ja? Ah, guten Tag. Sie müssen die beiden Herren vom Ruhrpark sein. Nein, ich bin Hauptkommissar Grün, Kriminalpolizei Bochum und das ist Kriminalobermeister Kortals. Guten Tag. Ah, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Herrn Jens Krüger. Sagt Ihnen der Name irgendetwas? Krüger. Ja, irgendwas klingelt da bei mir. Sie haben in den letzten Tagen mehrfach mit ihm telefoniert. Ah ja, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Ja, der wollte seine Alarmanlage nachrüsten, so schnell wie möglich. Aus welchem Grunde denn? Er hat angedeutet, seine Frau fühlt sich in der Villa nicht mehr sicher. So, was machst du eigentlich da oben? Damit ist Jutta Krüger gemeint. Ja, wir haben nur 2 Tage Zeit. Hat er gesagt, weswegen sich seine Frau nicht mehr sicher fühlt? Ja, meistens sind es also allgemeine Ängste vor Einbrüchen. Wir wollten ein Angebot haben. Hier, für sowas hier. Ja, heute ist ja alles auf dem Handy drauf, bei mir natürlich auch. Kann ja gar nicht mehr ohne. Mein ganzes Leben ist da drauf. Hier können Sie zum Beispiel sehen, was bei Ihnen zu Hause so los ist. Was ist denn mit dem Krüger? Haben Sie mit dem eingebrochen? Herr Krüger wird vermisst. Davon kann er noch das beste Sicherheitssystem nicht schützen. Wie meinen Sie denn das? Wahrscheinlich hat er Reis ausgenommen von seiner Alten. Ne? Danke. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Sag mal, du, Frau Schulz. Ich bin in 10 Minuten bin ich im Büro. Sag mal, sind die beiden Einkäufer vom Ruhrpark, sind die schon da? Womöglich hatte Krüger selbst Angst. Vielleicht wurde er von jemandem bedroht. Ja, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um exakt zu sein. 2. Ein Grundbuchauszug. Mhm. Jutta Krüger ließ schon vor Jahren ihre Villa auf ihren Mann überschreiben, aus steuerlichen Gründen. Tja, eine Scheidung wäre sie teuer zu stehen gekommen. Teurer, als ihn selbst verschwinden zu lassen. Der Vermisste hatte zudem eine Lebensversicherung. Und die begünstigt im Todesfall seine andere Ehefrau, Marlene Schlesig. Und somit hätten beide Frauen ein Motiv. Laden Sie sie bitte beide vor. Ja. Herr Held, hier spielt die Musik. Ziehen Sie eine Karte. Auf keinen Fall. Mir fehlt die Zeit für Ihre Kindereien. Pik 10. Gut. Karo Bube. Und das hier müsste eine Herz 7 sein. Ja. Wie es aussieht, ist Krüger ein professioneller Falschspieler. Pokerspieler? Na, das erklärt ja, woher er das ganze Geld hat. Und nicht so knapp. Wie wollen Sie jetzt weiter vorgehen? Cordy checkt gerade seinen Laptop. Vielleicht finden wir da ja was. Der Einbruch in Jutta Krügers Villa. Keine verwertbaren Spuren. Offenbar Profis. Und wurde was gestohlen? Frau Krüger sagt, nein. Der Täter muss was gesucht haben. Oder er wurde unterbrochen. Wie dem auch sei, wir müssen diesen Jens Krüger auf jeden Fall schnell finden. Unbedingt. Auch wenn sich mein Mitgefühl für diesen Typen in Grenzen hält, nachdem, was er den beiden Frauen angetan hat. Der Kerl ist eine Burncard. Beide wussten nicht, was sich hinter ihm verbirgt. Eine Burncard? Burncard? So nennt man beim Texas Hold'em eine verdeckte Karte. Sie pokern? Nein, nein, das habe ich im Fernsehen gesehen. Ja, ich muss dann wohl auch wieder. Ja, ich komm dann auch mit. Thank you.
wir denn da? Und jetzt raten Sie mal, wo ich dieses unersetzbare Stück gefunden habe. Snow Girl. Ich bin zu spät gekommen. Dann habe ich Sie entdeckt und bin natürlich weggelaufen. Pokern Sie schon länger? Zuerst nur online. Aber live wurde der Kitzel größer. Das sollte mein drittes Turnier werden. Mann, Hanna, das kann Sie nicht nur Ihren Job kosten. Sie können alles verlieren. Ich habe das mehr als einmal gesehen. Ich weiß. Bitte, Nikolas, wenn das irgendeiner hier erfährt, dann kann ich einpacken. Erfährt keiner. Nicht von mir. Aber Sie hören auf damit sofort. Versprochen. Die Hand drauf. Sagen Sie, wo Sie so aktiv in der Szene sind, ist Ihnen unser Vermisster Jens Krüger mal über den Weg gelaufen? Aber Herr Held, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es Ihnen doch erzählt. Stimmt. Wissen Sie eventuell, wer sich hinter Pokerface und High Roller verbirgt? Nein, da kennt doch keiner des anderen wahre Identität. Ich habe nur im Chat gehört, dass Pokerface gegen High Roller eine große Summe verloren haben soll. Wann war das? Ungefähr vor einer Woche. Und dass Pokerface behauptet, dass High Roller falsch spielt. Und Pokerface versteht da keinen Spaß. Ah, die Blutanalyse ist angekommen. Was für eine Blutanalyse? Ich habe im Kofferraum des Wagens von Marlene Krüger Blutspuren gefunden. Das Blut ist von Jens Krüger. Wird schon mal ausgeschlossen? Und die Reifenspuren vom Ort der Entführung stammen vom Wagen von Marlene Krüger. Das kann nicht sein. Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind eindeutig. Jens Krüger hat eine Lebensversicherung auf ihren Namen abgeschlossen. Ja, als Hochzeitsgeschenk. Aber ich würde ihm doch niemals was antun. Und schon gar nicht wegen Geld. Ja, bitte. Dankeschön. Bei Jutta Krüger wurde gestern eingebrochen. Wissen Sie etwas davon? Nein. Ich weiß doch nicht mal, wo die wohnt. Ein Nachbar hat ihr Kennzeichen notiert, weil der Wagen sehr lange vor dem Gebäude geparkt war. Zudem hat er sie auf einem Foto wiedererkannt. Ja, okay. Ich war da. Ich wollte nur mal sehen, wie er mit der anderen lebt. Aber ich bin da nicht eingebrochen. Frau Schlesig, wo ist Jens Krüger? Aber ich weiß es doch nicht. Ich muss sie vorläufig festnehmen lassen. Sagen Sie, hat Ihr Mann vor kurzem was im Kofferraum verstaut und sich dabei verletzt? Mensch, Held, was soll das? Keine Suggestivfragen. Sie lassen sich schon wieder von Ihren Sympathien leiten. Das würde ich nie machen. Nicht mal bei Ihnen. Aber sie war es nicht. Du wirst es nicht glauben, aber Krügers Passwort ist der Vorname von seiner Mutter. Hey, ist das bei deinem Passwort nicht auch so? Ha, ha, ha. Die Frau erfreut sich übrigens bester Gesundheit. Allerdings hat sie seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Sohn. Das ist bei dir allerdings anders. Also, was hast du? Es sind 5 Poker-Online-Casinos angemeldet. Unter welchem Decknamen? High Roller. War das nicht einer von den Spielern, die neulich noch kommen wollten? Danke, Corti, für die großartige Arbeit. Kein Problem, Nikolas. Sie? Sie wollen, dass ich ein Pokerturnier ausrichte? Vergessen Sie es. Wir müssen Pokerface aus der Deckung locken. Ich würde es ja selber machen, aber in der Szene kennt man mich nur als Croupier. Snowgirl dagegen. Erst wollen Sie, dass ich aufhöre. Und jetzt soll ich wieder ran. Krüger ist seit über 48 Stunden verschollen. Uns läuft die Zeit davon. Eine Unschuldige sitzt in U-Haft. Sie sind die einzige Chance. Gut. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Muss ich wohl ja sagen.
Und? Haben Sie nichts Besseres gefunden? Sag mal, ist noch alles in Ordnung? Ihr könnt doch nicht hier reinkommen, meinen Laden beleidigen, wenn ich hier daneben stehe. Oh, Verzeihung, so war das nicht gemeint. Ihre Bar ist wirklich entzückend. Aber ich meine, all die Fenster, da kann ja jeder reinschauen, wenn wir hier spielen. Hm. Spielen? Ein Pokerturnier. Was Illegales? Ist für einen guten Zweck, Carlo. Nicolas, bei dir ist immer für einen guten Zweck. Hm. Du weißt, ich habe hier 200 Gäste am Abend. 200 Gäste? Die gehen da nicht mal 50 rein. Laufende Kosten für 200. Mm. Und dann muss ich den Laden 24 Stunden zumachen. Mm. Naja, diese Zocker, die trinken reichlich Champagner, geben jede Menge Trinkgeld. Ja, du, aber wenn du nicht willst. Nicolas. Oh. Die Ersten haben schon zugesagt. Auch Pokerface? Na, waren Sie beide zusammen beim Einsatz? Nö, wir waren was essen. Aha. Seit wann verbringen Sie denn gemeinsam Ihre Mittagspause? Tja, wenn Sie nicht mit mir gehen, sondern lieber bei Gericht sind. Ah, Sie haben Ihren Ohren wiedergefunden, wie schön. Oh, manchmal bringt ein Meinzelmann lang verloren Geglaubtes zurück. Carlos. Ach so, für Mittagessen reicht's nicht, aber als Chauffeur bin ich gut genug. Bitte. Es ist wirklich dringend. Anschnallen. Was ist denn so dringend? Ich muss Carlo beim Malern helfen. Danke. Hä? Ja? Ist das Ihr Malerkittel? Ja, genau. Richtig. Mal ehrlich. Ich kenne Sie lang genug, um zu wissen, dass Sie sich zum Renovieren nicht beeilen. Man kann froh sein, wenn Sie überhaupt kommen. Also gut. Was da drin läuft, das wollen Sie nicht wissen. Ich sag's Ihnen, wenn ich weiß, ob es geklappt hat, okay? Vertrauen Sie mir? Viel Spaß beim Renovieren. Danke. Passwort? Ich bin's. Passwort? Pass mal auf, das Passwort lautet, wenn du nicht gleich aufmachst, erzähle ich allen, was damals passiert ist, als du die 2 Flaschen Pfirsichschnaps ausgetrunken hast. Herzlich willkommen. Danke. Snowgirl. Herr Kruppi. Snowgirl. Pokerface hat sich angesagt. Angeblich hat er neulich gegen Krüger alias Highroller fast 300.000 verloren. Wenn Sie sich bitte fertig machen. Leider, wir haben noch gar nicht über meine Bezahlung für heute Abend gesprochen. Hm? Ich dachte so an 300. Claro. So, alles top. Was wärst du bloß ohne mich? Nicht an Pleite. Oh, schreckliche Vorstellung, was? Guten Abend. Keine Feuerwaffe. Haben Sie eine Einladung? Excess Acid Riot. Sie müssen Snowgirl sein. Richtig. Pokerface. Freut mich. Ganz meiner Sinn. Scheiße. Dieser Alarmanlagenfuzzi ist Pokerface. Du kennst ihn? Nur ja. Vom Foto. Cotty und Grün haben mit ihm gesprochen. Der dahinter ist ein Bodyguard. Dann nimm ihn doch fest und fäll ihn, bis er dir sagt, wo dieser verschwundene Krüger ist. Ah ja, und weswegen geschlagen war er? Da hat er noch nicht mal gespielt. Cotty hat erzählt, dass er angeblich ein echter Handy-Fanatiker ist. Er soll sein ganzes Leben auf seinem Smartphone haben. Vielleicht ist ja auch was für ein Krüger drauf. Mhm. Dann besorgen wir das Teil. Meine Herrschaften, wir sind vollzählig. Das erste Spiel.
Es tut mir leid. Es tut mir leid. Keiner verlässt den Tisch während des Spiels. Ich zucke Ihnen das ab. Es tut mir sehr leid. Frank? Ich dränge dich an den Job. Hey, richtig alter Single-Mau. Sie sprechen. Morning. All in. Madame. Call. Call. Ford. Ich muss. Call. All in. Call all in. Ford. 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 Showdown. Full House. Straight Flush schlägt Full House. Unfassbar. Dame gewinnt alles. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Beruhigen Sie sich doch, wir werden das Handy schon finden. Das muss irgendwo im Sakko sein. Das Sakko. Das ist aber noch nicht trocken. Komm, das Sakko schnell. Hier ist es nicht. Wollen Sie sich wieder einkaufen? Moment, Moment, Moment. Das muss irgendwo im Sakko sein. Wo ist mein verdammtes Handy? Wer hat das Handy? Bei drei ist das Handy wieder da. Oder der Fettsack hier geht drauf. Eins, zwei. Hey. Jetzt entspannen wir uns alle mal, ja? Und dann schauen wir, ob wir das Handy wiederfinden. Ja, hier liegt's doch. Entschuldigung. Das muss mir beim Saubermachen aus der Tasche gefallen sein. Na also, Sie können jetzt auch die Knarre wieder wegstecken. Irgendwas stimmt hier nicht. Scheiße, die Bullen! Scheiße, schon wieder! Chef, hier! Gott sei Dank. Die Polizei Bochum, keiner verlässt die Lokalität! Frau Dr. Holle? Nikolas? Und wir haben nicht mal das Handy. Aber die Daten. Hat sie eigentlich gerufen? Ein aufmerksamer Nachbar. Und wieso war Frau Dr. Holle mit dabei? Um zu helfen. Wenn Sie mich das nächste Mal um Vertrauen bitten, erinnern Sie mich daran, dass Kontrolle besser ist. Ach, kommen Sie, ich konnte Sie da doch nicht einweihen. Außerdem war die Sache doch ein voller Erfolg. Also wir wissen jetzt, dass Stoller Pokerface ist. Stoller hat jede Menge Geld an Krüger verloren. Der steckt bestimmt hinter seinem Verschwinden. Das sind doch lediglich wilde Spekulationen, Herr Held. Oder haben Sie dafür auch nur einen einzigen Beweis? Noch nicht, aber Frau Dr. Holle wertet gerade die Daten aus, die uns im Zuge der Aktion in die Hände gefallen sind. Und wie sind Ihnen die Sachen in die Hände gefallen? Vergessen Sie es, ich ziehe die Frage zurück. Ich kann nur hoffen, dass Sie was finden. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wie ich die Aktion im Nachhinein rechtfertigen soll. Eine vollkommen unautorisierte Aktion, in welche Sie nicht nur die Kollegin Frau Doktor, sondern auch Herrn Funkel und unseren Herrn Ahmed hineingezogen haben. Unsern? Frau Dr. Holle wird bestimmt was finden, wenn sie es nicht schon getan hat. Frau Dr. Holle, na, wie sieht's aus? Schlecht. Stollers Daten sind dreifach verschlüsselt. Super, da kommen Sie ja gut voran. Held, ich kann Ihnen nichts versprechen. Vielleicht war das Ganze eh nur ein Griff ins Klo. Großartig, na, dann bis gleich. Kann nicht mehr lange dauern. Tja, vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit Krügers Ehefrau nach Stoller befragen. Nee, beide nie gesehen. Laut der Aussage dieses Mannes wollte ihr Mann die Alarmanlage in seinem Haus durch seine Firma nachrüsten lassen. Nein, das ist ja Quatsch. Jens kümmert sich nie um die Alarmanlage, das mache ich. Der war letzte Woche bei mir drei oder viermal im Café. Hat auf einem Laptop rumgetippt. Tragen Sie da Ihren Autoschlüssel, weiß ich? Ja. Er hat den Funkcode des Schlüssels geknackt und kopiert. Ja, man muss nur in Funkreichweite des Schlüssels sein. Beweist das jetzt meine Unschuld? Ja. Nein. Entschuldigung, aber gerade hat sich eine Streife gemeldet. Bei Frau Krüger wurde eingebrochen. Schon wieder? Bei ihr. Was? Die Fotos hat die KTO geschickt. Oh.
Da wurde ja eine komplette Sockelleiste weggerissen. Da könnten die 300.000 drin gewesen sein. Vielleicht hat Krüger sie bei seiner Zweitfrau versteckt. War ihm offenbar scheißegal, dass er sie damit in Gefahr bringt. Also, Ihrem geheimnisvollen Informanten zufolge hat Herr Stoller vor 6 Tagen genau diese Summe an Herrn Krüger verloren, weil dieser ihn reingelegt hat, richtig? Genau. Stoller wollte sein Geld zurück, hat ihn mehrfach angerufen. Deshalb war seine Nummer auf Krügers Handy. Selbstverständlich aber ging Herr Krüger darauf nicht ein. Daraufhin hat Stoller ihn entführt, gemeinsam mit Mike Malik. Das Ganze in Marlene Schlesigs Auto, um ihr die Sache anzuhängen. Stoller wollte aus mir rauspressen, wo das Geld ist, aber Krüger hat es ihm nicht gesagt. Also haben er und sein Leibwächter das Geld gesucht, bei den Ehefrauen. Ja, zuerst bei Jutta Krüger. Aber der Einbruch hat nichts gebracht, weil das Geld nicht in der Villa war. Aber dafür ist wahrscheinlich jetzt bei Marlene. Falls Herr Krüger sich in der Gewalt der beiden befindet, hieße das nichts Gutes, befürchte ich. Herr Kortals, besorgen Sie doch bitte Haftbefehle gegen Herrn Stoller und Herrn Malik. Jawohl. Frau Dr. Olle? Ja? Großartig, ich komme. Bitte sagen Sie auch Frau Bannenberg Bescheid. Sie konnte das Handy von Stoller knacken. Darauf befindet sich der Link zu einer Webcam. Stoller hat sogar das Bildsignal verschlüsselt. Und er selber kann das scharf auf seinem Handy sehen? Jederzeit. Da. Das ist Krüger. Und er lebt noch. Wo ist das? Ich kann versuchen, das Signal der Webcam zu orten. Mit meinem Auto. Hey. Hier. Nehmen Sie meinen. Der ist schneller und der springt auch an. Das Geld. Woher wussten Sie, dass Krüger noch eine zweite Frau hat? Tja, wir wissen alles, Herr Stoller. Also? Malik hat ihn beobachtet. Er ist jetzt auf dem Weg zu ihm, er wird's beenden. Dann rufen Sie ihn umgehend an. Stoppen Sie ihn! Das kann ich nicht. Er hat nie ein Handy dabei, wenn er zu Krüger fährt, damit man ihn nicht orten kann. Scheiße gelaufen, hä? Ich bin halt ein Glückskind. Ja? Das wird sich noch zeigen. Entschuldigung, Sie da? Wo wollen Sie denn hin? Das ist mein Geld, also mein Eigentum. Das hätte ich jetzt sehr gerne wieder. Das Geld stammt aus illegalem Glücksspiel. Ich bezweifle sehr, dass Sie es jemals wiedersehen werden. Ja, genau. Sie hören von meinem Anwalt. Hey, wo wollen Sie denn hin? Nach Hause? Keine Ahnung, wo dein Zuhause ist. Bei mir jedenfalls nicht mehr. Bei mir auch nicht. Ja, genau, haut ab, alle beide. Ohne euch bin ich sowieso viel besser dran, endlich wieder ein freier Mann. Auch das möchte ich stark bezweifeln. Sie sind vorläufig festgenommen. Paragraph 285 Strafgesetzbuch, unerlaubtes Glücksspiel. Paragraph 263 Betrug. Paragraph 370 AO Abgabenordnung Steuerhinterziehung. Und last but definitely not least, Paragraph 172 Bigamie. Nicht alle Tage vor, dass man meinem echten Kotzbrocken das Leben rettet. Ja, wobei mir der Begriff Kotzbrocken doch ein wenig zu höflich, geradezu förmlich erscheinen will. Speziell aus Ihrem Munde. Ja? Ich lerne, Herr Grün, ich lerne. Hm. Hallo. Oh, der Anzug ist aber sehr schick, Frau Dr. Holle. Haben Sie ihn letzte Nacht für Held getragen? Ja, aber nach dieser Nacht kommt er in die Reinigung. Und dann bleibt er hoffentlich auch erstmal im Schrank. Naja, die Anlässe, zu denen Sie ihn sonst getragen haben, die werden Sie ja wohl nicht mehr besuchen. Schönen Abend, Frau Bannenberg. Ihnen auch, Frau Dr. Holle. Nicht wieder den Chauffeur für mich spielen. Ach, was wollen Sie dann? Mich entschuldigen. Hm. Ja, quasi
als vertrauensbildende Maßnahme. Wow, die sind aber echt schön. Sie haben mir noch nie Blumen geschenkt, abgesehen von dem Unkraut aus dem Schrebergarten. Tja. Dann wird es ja jetzt mal Zeit, dass ich damit anfange. Recht hat er.